In Deutschland gibt es insgesamt 8 Millionen Menschen, die Diabetes haben. Jeden Tag kommen ca. 1600 neue Fälle mit dazu. Viele Medien bezeichnen Zucker als eine Volksdroge. Doch ich bin ganz ehrlich, wie soll man bei dem oder auch dem hier bitteschön widerstehen? Ich hab's ausprobiert. Ein Monat kein Zucker. Doch bevor man so ein Projekt startet, sollte man als erstes was machen? Richtig, sich informieren. Zucker trägt viele Namen. Es gibt zum Beispiel Saccharose, Laktose, Glucose oder die Fructose. Doch nicht alle Zuckerarten sind gleich gesund bzw. ungesund. Es gibt viele Unterschiede. Fangen wir an mit Saccharose. Ist vielleicht ein relativ schwieriges Wort, aber es hat eine sehr einfache Bedeutung. Es ist Haushaltszucker. Haushaltszucker enthält weder Vitamine noch Mineralstoffe, ausschließlich Kalorien. Dementsprechend ist es auch mit der ungesündeste Zucker. Es ist nicht umsonst der Hauptauslöser für Krankheiten wie Übergewicht, Diabetes Typ 2 oder Fettleibigkeit. Kommen wir zur Fructose. Fructose wird auch Fruchtzucker genannt und kommt in den allermeisten Obstsorten vor, wird allerdings auch von der Lebensmittelindustrie als Süßungsmittel gebraucht. Generell gilt Fruchtzucker als relativ gesund, doch ist das wirklich so? Naja, nicht wirklich. Zum Beispiel Saccharose besteht zu 50% aus Fructose. So gesund kann es also gar nicht sein. Bei einem zu hohen Konsum kann es sogar zu einer Fettleber kommen. Trotzdem muss man sagen, dass Fruchtzucker doch besser ist als andere Zucker. Zumindest wenn es natürlich in Obst vorkommt und nicht als Süßungsmittel gebraucht wird. Denn dann enthält es sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, die der Körper durchaus gebrauchen kann. Genau deswegen werde ich in meinem Experiment auch nicht zu 100% auf Fruchtzucker verzichten. Ich werde weiterhin natürliches Obst essen. Das Wichtige ist jedoch, es in Maßen zu tun. Vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage, wie fängt man so ein Experiment am besten an? Naja, ich muss erstmal ein bisschen ausmisten. Das hier alles ist mit Zucker. Deshalb müssen wir jetzt erstmal einkaufen gehen. Auf den ersten Blick findet man im Supermarkt nicht wirklich viel. Doch wenn man ein bisschen Übung darin kriegt, geht es doch ziemlich gut. Ich habe alles für ein bestimmtes Rezept eingekauft. Und noch ein paar zusätzliche Sachen, die man einfach so gebrauchen kann. Jetzt befinden wir uns in der Küche. Eine der wichtigsten Sachen beim Leben ohne Zucker ist definitiv Vorbereitung. Denn wenn ihr immer was da habt, was ohne Zucker ist, warum dann noch was mit Zucker essen? Deshalb machen wir heute, wer hätte es gedacht, Bananenbrot. Dafür brauchen wir 3 Bananen, 2 Esslöffel Kokosöl, 2 Esslöffel Apfelmark, nicht Apfelmus, 100 Gramm Haferflocken, 100 Gramm Mehl, ich habe Dinkelmehl genommen, eine Tüte Backpulver, 2 Eier und wenn man möchte, noch ein paar Tiefkühlfrüchte. Natürlich ohne Zuckerzusatz. Jetzt den Ofen auf 170 Grad Umluft stellen und 2 von den 3 Bananen zermatschen. Die dritte längs halbieren. Dann 2 Eier, 2 Esslöffel Kokosöl und 2 Esslöffel Apfelmark verrühren. Danach könnt ihr alle anderen Zutaten, also 100 Gramm Haferflocken, 100 Gramm Dinkelmehl, ein Päckchen Backpulver, die 2 zermatschten Bananen und ein paar Tiefkühlblaubeeren hinzufügen. Jetzt alles zusammen vermengen. Kurz die Backform einfetten und die verrührte Masse oben drauf geben. Zuletzt noch mit den halbierten Bananen verzieren. Alles zusammen kommt für 40 Minuten bei 170 Grad Umluft in den Ofen. Wenn die 40 Minuten um sind, den Kuchen kurz abkühlen lassen und aus dem Ofen nehmen. Fertig ist das Ding. Sieht lecker aus, doch erstmal ein kleiner Flug. Lecker aus, sondern schmeckt auch ziemlich lecker. Wenn man das Bananenbrot jetzt mit einem Fertigkuchen vergleicht, müsste man beim Fertigkuchen 2 Wassergläser voll mit Zucker füllen. Und das ohne die Glasur. In einem Kuchen sind also 2 Gläser voll mit Zucker drin.
Heißt das jetzt, ich darf nie wieder Zucker essen? Nein, nicht unbedingt. Die WHO rät, maximal 25 Gramm Zucker pro Tag zu sich zu nehmen. Das entspricht ungefähr der Menge von 2 Schokoriegeln. Aber Achtung, zu diesen 25 Gramm zählt auch Fruchtzucker, also die Fructose. Wenn ihr also 2 Schokoriegel und eine Banane esst, seid ihr schon deutlich drüber. Na gut, jetzt habe ich euch erzählt, wie man am besten anfängt, wie viel Zucker in so einem Kuchen überhaupt drin ist und was es für Alternativen gibt. Doch wie war denn jetzt eigentlich mein Monat komplett ohne Zucker? Ein Monat kein Zucker. Das war sicher kein Zuckerschlecken. Ha, lustiger Witz. Ich habe auf Zucker verzichtet, weil ich Hautprobleme habe. Ich habe hier und da trockene Stellen und sowas und das wollte ich versuchen, irgendwie loszuwerden. Doch hat mir das jetzt wirklich geholfen? Naja, ich bin ganz ehrlich, die ersten 3 Wochen habe ich gar nichts gemerkt. Ich war gefühlt eher gestresster, weil ich irgendwelche Sachen ohne Zucker finden musste, dass meine Haut eigentlich sogar noch schlechter geworden ist. Doch jetzt, auch wenn ich ein bisschen überstaunt darüber bin, in der letzten Woche war es irgendwie das Gefühl, als wenn ich mich freier fühlen würde. Keine Ahnung, ob das jetzt wegen des Zuckers ist oder wegen irgendwelchen anderen Sachen, aber irgendwie verbessert sich auch meine Haut. Ob das jetzt am Zucker liegt, keine Ahnung. Was man aber auf jeden Fall aus so einem Monat kein Zucker lernt, ist, wie viel Zucker man eigentlich am Tag zu sich nimmt und wie viel Zucker in manchen Produkten drin ist. Wie süß eigentlich schon mal zum Beispiel Tomatensoße schmeckt oder wie süß dann letztendlich so ein Snickers oder sowas schmeckt. Es ist unglaublich. Insgesamt würde ich sagen, dass das Projekt so semi-erfolgreich war. Ich würde es euch trotzdem mal ans Herz legen, sowas auch auszuprobieren. Das Bewusstsein wird deutlich geschärft durch solche 4 Wochen. Und das ist doch schon mal was Gutes.